Hallo und herzlich willkommen zurück zu DuckTales auf dem Gameboy. Im letzten Part haben wir uns im Amazonas, in Transsilvanien und in den afrikanischen Minen vergnügt und sind jeweils mit einem Schatz wieder zurückgekehrt nach Entenhausen. Und nun liegt der Himalaya vor uns. Und wir starten rein und ja, hier ist es kalt. Und hier sind sogar Schneehäschen. Das ist... Ich finde, dieses Spiel hat Atmosphäre. Und es macht Spaß. Und jetzt kommt hier eine Bergziege. Also hier ist wirklich die Fauna in den Himalayas hat es auf uns abgesehen. Es gibt hier zwei Wege. Also man kann hier rechts... Man kann hier nach unten gehen. Oder man geht hier links nach unten. Und ich werde es jetzt mal so machen. Ich bin ja im letzten Part die Wege gegangen, die ich kenne, in denen ich mich wirklich gut auskenne. Das werde ich jetzt mal anders machen. Den Weg hier, den kenne ich. Den bin ich immer als Kind gegangen. Den kenne ich auswendig. Deswegen gehe ich jetzt exklusiv in diesem Let's Play den anderen Weg. Und schau mal, wo wir rauskommen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hier haben wir einen Hockeyspieler. Ich hoffe, den Sprung schafft man hier rüber. Nee, den Sprung schafft man nicht. Gut, dann wissen wir, dass wir diesen Weg nicht gehen sollten. Und ich werde jetzt auch vorsichtiger spielen, denn Game Over bedeutet in diesem Spiel tatsächlich Game Over. Und man muss alle Schätze erneut finden. Deswegen kein Risiko mehr. Und weiter nach unten. Gut, da haben wir ein Leben. Das ist gut. Wo kommen wir hier raus? Ja, ist okay. Gut, ab hier kenne ich den Weg wieder, also... Der Weg nach rechts wäre der, den ich früher immer genommen habe. Dann würden wir halt von rechts und nicht von oben da kommen. Also ab hier kenne ich den Weg dann wieder. Das war leider nur ein kurzes Unterfangen. Ein sehr kurzes Unterfangen. Gut, ich will eigentlich noch gar nicht hier hoch. Weil hier oben... Ja, wir sind dann gleich schon wieder beim Boss und das geht halt mir eigentlich alles viel zu schnell hier. Ich gehe nochmal nach unten. Oh oh. Muss ich tatsächlich aufpassen. Okay. Aber das geht dann doch ein bisschen arg schnell. Wir wollen ja auch ein bisschen was erforschen. Wir sind ja Dagobert Duck. Und wir sind ja immer auf der Suche auch nach neuen Schätzen und neuen Abenteuern. Und es hat sich natürlich schon gelohnt. Also man sieht jetzt hier unten schon weitere Schätze, die wir sonst jetzt uns hätten entgehen lassen. Und ein weiteres Leben. Also es lohnt sich durchaus, nochmal zu schauen. Was habe ich übersehen? Wo könnte ich noch hingehen? Doch, ich denke, das war lohnenswert, dahin zu gehen. Jetzt können wir wieder entspannter vorausschauen. Gut, Unverwundbarkeit brauche ich jetzt nicht zwingend. Aber wir nehmen es natürlich mit und rennen durch die Eiskristalle, die uns jetzt nichts mehr anhaben können. Gut, und hier treffen wir einen unserer Neffen. Bubba ist... im Eis gefangen. Wir sollen ihm helfen. Auch das wäre uns entgangen, wenn wir jetzt den Weg zum Boss schon auf uns genommen hätten. Und wir klettern nach oben und sehen einen Panzerknacker, der uns eigentlich da hoch hätte helfen sollen, der aber wieder mal rumgebackt ist. Wir gehen nach unten und wieder nach oben und dann müsste er eigentlich wieder da sein. Ja. Und wir helfen Bubba. Bubba sagt, du mich gerettet. Gut.
Ich zeige dir, geheime Schatz. Und ja, er öffnet uns hier den Weg zu dieser Truhe und wir sehen einen Stern. Dieser Stern gibt uns einen vierten Lebenscontainer. Und ja, auch den, ich möchte ihn nicht missen. Deswegen, es war eine gute Idee. Es war einfach eine gute Idee, umzukehren. Da gibt es, denke ich, keine Diskussion. Außer ein bisschen Zeit, die uns das gekostet hat, aber ganz ehrlich, die haben wir. Ich denke, die haben wir. Und ja, jetzt gehen wir diesen Weg hier. Nachdem wir unseren Freunden geholfen haben und auch mal etwas Menschlichkeit, obwohl wir eine Ente sind, gezeigt haben, gehen wir jetzt den Weg, den wir gehen müssen. Den Weg zum Boss. Es ist ein Yeti. Der Yeti erschlägt gegen die Wand und es kommen Schneebälle von oben und wir haben ihn schon besiegt. Der Schatz des Himalayas. Ich kann nicht erkennen, was das sein soll. Vielleicht kennt ja jemand die Geschichte dahinter und weiß, was das ist. Dann ab in die Kommentare damit. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber es ist immerhin ein Schatz und ich bin eine schatzgeile Ente. Also nehme ich diesen Schatz an mich. Und mit dem Wert von 1,6 Millionen Dollar geht's zurück. Nach Entenhausen. Und wir sind fast 8 Millionen Dollar schwer. Das sieht man doch gerne. Und ja, der letzte verbleibende Level. Der Mond. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Ab auf den Mond. Und der Soundtrack des Mondes ist einfach der Wahnsinn. Der Soundtrack des Mondes ist einfach der Wahnsinn. Ich mag diesen Song einfach sehr, sehr gerne. Und ja, dieses Level hier, das ist sehr lustig. Ich muss da wirklich bedauerlich, was ich muss euch das mal erzählen. Ich habe als Kind nicht gewusst, dass man mit dem Pogo-Sprung noch höher springen kann. Und eigentlich ist der Sprung da hoch an das Kletterding ja sehr einfach. Aber mit einem normalen Sprung schafft man es nicht. Und ich habe als Kind immer versucht, da hochzuspringen. Bin jedes Mal gestorben. Ich habe dieses Raumschiff, das wir hier jetzt betreten. Ich hab das nie erreicht. Ich war nie hier als Kind. Ich habe das erst vor wirklich ein paar Jahren, als ich das Spiel wieder ausgegraben habe, das erste Mal geschafft und ich war so happy dann. Das ist, es ist ein bisschen peinlich, aber es ist mir... Ja, es ist eine Kindheitserinnerung einfach. Beziehungsweise eben ja keine, weil ich ja nie hier war. Ja, es ist schon sehr interessant, finde ich. Das zu erzählen, nochmal so einen Einblick dazu kriegen. Ja, wir rennen durch das Raumschiff hier durch. Und, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier überhaupt dann schon hin kann. Oder ob ich tatsächlich den Weg dann nochmal zurückgehen muss. Was erzählst du uns? Da ist ein Schlüssel im UFO. Und wir können nicht ohne den Schlüssel weiter. Ach so, genau. Hier, um hier durchzukommen, brauchen wir einen Schlüssel. Und, ja, wie gesagt, das Level hier kenne ich am allerschlechtesten. Aber ich denke mal, wir werden es zusammen bezwingen können. Muss ich hier gar nicht zurück? Oder habe ich es jetzt einfach nur mir verbaut? Ja, ich komme da nicht mehr hoch. Also da kann der Schlüssel schon mal nicht sein. Dann ist der Schlüssel vielleicht tatsächlich hier oben.
Nee, aber ein Leben ist da. Ja, und er verbaut uns jetzt den Weg, also wir müssen auf jeden Fall einen Schaden nehmen. Das ist halt immer das Tolle an diesen alten Spielen, sie haben einfach noch Bugs. Und niemand konnte das patchen, weil wir ein Leben verlieren. Nein. ja, wir müssen das Level von neu beginnen. Aber das ist gut, denn jetzt haben wir, jetzt sind wir wieder vor dem Stück, wo ich eben nicht zurück konnte, und wir können mal erforschen, was wir da verpasst haben. Was wir da jetzt noch an Schätzen finden können. Ob wir da überhaupt Schätze finden können. Ich bin gespannt. Ich finde das schon ganz spannend, weil... Okay, hier ist einfach nichts. Doch ein bisschen Heilung. Aber wir brauchen keine. Wir haben volle Energie. Gut, wir haben also nichts verpasst. Nichts verpasst. Und oben links war auch kein... War auch der Schlüssel nicht. Das heißt, wir gehen direkt hier nach rechts. Gut, was er hier auf dem UFO auf einmal macht. Das werde ich wahrscheinlich nie verstehen. Aber sei es drum. Wir wollen nicht nach Entenhausen. Wir wollen den Schatz hier finden. Da ist Heilung. Da ist ein Diamant. So, hier geht's aus dem UFO raus. Ich weiß nicht, der Schlüssel ist aber, glaube ich, im UFO. Das ist jetzt wirklich der Punkt, wo ich wirklich diese eine Lücke in diesem Spiel habe. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, Freunde. Hier geht's ja noch nach links. Nein! Genau das wollte ich doch damit vermeiden. Aber gut. Komm her, Blechdose. Machen wir das einfach so. So, hier geht's nach oben. Ich glaube aber nicht, dass hier der Schlüssel ist, oder? Doch, hier ist tatsächlich der Schlüssel. Also, um das dann nochmal klarzustellen, wir brauchen den Schlüssel, um das Level durchzuspielen. Und es ist tatsächlich hier oben so versteckt als Secret. Also, man musste diesen Weg hier gehen. Das hier ist nicht irgendwie lame oder ein Secret oder so. Nein, nein, man musste wirklich hier oben lang, um den Schlüssel zu bekommen. Um dann hier unten... Ich glaube, es war hier auf der Höhe. Ne, noch eins tiefer. Um da dann wirklich tatsächlich weiterzukommen. Also es ist... Wow. Nicht vergleichbar mit heutigen Spielen. Da wird einem ja alles nachgeschmissen. So, sie ist jetzt hier weg und wir können hier durch. Und hier oben ist ein wichtiges Utensil. Wenn wir das UFO... Wir haben ja oben gesehen, man konnte das UFO schon verlassen. Wenn wir das schon gemacht hätten, dann hätten wir unten einen Charakter getroffen, der uns wieder hier zurückschickt, um oh, Gizmoduck can blast that wall, genau, Gizmoduck. Er hätten wir getroffen, der nichts getan hätte und mit der Fernbedienung kann er uns nun den Weg frei machen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Und ja, wir kommen dann weiter. Und er hätte uns sonst zurückgeschickt. Jetzt habe ich den Faden wieder. Jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Er hätte uns zurückgeschickt, wenn wir die Fernbedienung nicht gehabt hätten. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Und hier ist wieder ein Schatz. Aber so versteckt war der jetzt nicht, finde ich. Aber er ist immerhin 1 Million Dollar schwer. Nehmen wir doch gerne. So, und hier kommt jetzt ein schwieriger Part. Den muss man wirklich mit Geduld machen und abwarten, bis sie runterfahren. Wenn man da ungeduldig springt, dann fällt man runter. Musste ich schon sehr oft am eigenen Leib erfahren. Und ja, wir sind runtergefallen. Oh yeah. Und ja, man muss wieder vorne anfangen. Ist das nicht fantastisch? Jetzt stellt sich mir die Frage, haben wir die Fernbedienung noch? Genau dieser Situation jetzt, in der war ich noch nie. Ich
Ich habe keine Ahnung, ob wir die Fernbedienung nochmal sammeln müssen. Wir schauen. Wir schauen. Wir kennen den Weg jetzt. Wir gehen schnell durch. Am besten ohne noch mehr Leben zu verlieren. Hier stand sie. Hier ist der Schlüssel. Ah, wir haben sie noch. Immerhin, wir können direkt durch das UFO durch hier laufen. Und uns, ui. Heilung? Heilung ist gut. Heilung ist gut. Heilung nehme ich. So, und hier oben geht es gleich aus dem UFO wieder raus. Wie gesagt, jetzt etwas im Schnellformat, denn wir waren ja eben schon hier. Hier, warten bis es runterfährt, springen. Warten bis es runterfährt, Pogo-Jump. Warten bis es runtergefahren ist und weiter. Ganz einfach eigentlich. Und hier warten wir jetzt da drauf, genau, und Jump, Jump, das war's. So. Und hier ist Gizmoduck, der uns jetzt den Weg hier aufsprengen kann. Das war eigentlich alles. Dafür haben wir die Fernbedienung gebraucht. Ich weiß nicht, sagt er uns noch was? Nee, er sagt nichts mehr. Aber gut, hier geht's jetzt runter. Und weiter runter. Und weiter runter. Und Panzerknacker. Was macht er denn hier? Was macht er denn hier? Haben die Panzerknacker etwa eine Residenz auf dem Mond gebucht? Das wäre ja bösartig, um nicht zu sagen, fast schon brillant. Naja, wie auch immer. Das hier hat aber nichts mit den Panzerknackern zu tun. Das ist eine riesige Mondratte, die schon ihr Leben lassen musste. Und hier haben wir den Mondkäse. Den nehmen wir an uns. Sind 2,5 Millionen Dollar schwer. Oh nein, die Zeit kommt noch dazu. Wir sind 2,87 Millionen Dollar schwer. Schauen uns unseren Kontostand an und haben die 10 Millionen Dollar erreicht. Wir haben alle Level geschafft. Sehen wir die ganzen Schätze hier nochmal rumfliegen. Und es blitzt. Haha! Wenn du deine Schätze wieder haben willst, dann komm nach Dracura? Ich dachte mir als Dracula, aber okay, Dracura Duck Manor. Ja, hier sollen wir hinkommen. Schon wieder Transsilvanien. Ja. Hier, das ist nichts anderes. Also das Level ist wieder dasselbe. Das ist tatsächlich wieder genau dasselbe. Aber gut, wir gehen jetzt mal den ganz schnellen Weg. Den ganz schnellen Weg, weil wir wissen ja, wo wir hin wollen. Wir wollen zum Bossraum. Secrets und so haben wir hier alle gesammelt. Also einfach nur im Spiegel. Unten. Und weg mit dir. Nach unten. Rechter Spiegel. Und nach links. Und nee, hier nach unten. Hier wollen wir runter. Und nach rechts. Ducken. Und wieder ducken. So, und willkommen beim Bosskampf, bei einem Bosskampf. Es ist Dracula. Man besiegt ihn, indem man auf ihn draufspringt, nachdem man sich durch seine Fledermäuse eine Sprungplattform gebaut hat, benutzt hat. Nicht schwer, schwerer als die vorherigen, aber nach wie vor ist dieses Spiel machbar für Kinder. Und das finde ich sehr nett. Ich finde das sehr nett von diesem Spiel. Also es ist kein ultra einfaches Spiel, aber mit Übung ist dieses Spiel machbar. Und das gefällt mir. So, wir haben ihn besiegt.
Und ja, du hast vielleicht Dracula, Duck besiegt, aber mich wirst du nie besiegen. Wenn du deine Schätze zurück willst, dann musst du mich fangen. Gut, und das hier ist jetzt wirklich, man sieht ihn da rechts fliegen. Aber ja, das ist wirklich, das ist kein Kampf mehr, das ist mehr so Spaß gewesen. Und ja, wir sehen, so glücklich wie er grinst. ja, die Entenpresse schreibt, Scrooge, also Dagobert, bleibt die reichste Ente auf der Welt. Und Daring Explorer Scrooge McDuck. ja, wir haben die fünf legendären Schätze gefunden und das macht uns oder lässt uns den Titel Reichste Ente der Welt. Huey, Dewey und Louie heißen sie, genau. Und die sagen, yay, Onkel Dagobert, wir sind uns sicher, nee, wir waren uns sicher, dass du die Schätze finden wirst. Aber vergiss nicht, wir haben dir auch geholfen. Ihr habt mir gar nicht geholfen, ich wusste das alles schon. Ja, das stimmt, ich hätte es nicht ohne euch schaffen können. Ich bin wirklich die reichste Ente der Welt. Ende. Und mit diesem wunderschönen Soundtrack möchte ich mich von euch verabschieden. Es war ein kurzes, aber sehr schönes Projekt. Ich habe mich wirklich gefreut, das spielen zu können, nochmal aufleben lassen zu können. Und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Hinterlasst mir doch einen Kommentar, wie ihr es fandet. Daumen nach oben, wenn es euch gut gefallen hat. Wenn es nicht gut gefallen hat, natürlich auch gerne einen Daumen runter. Aber ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Und wenn meine Videos im Allgemeinen gut ankommen, freue ich mich auch jederzeit über Abonnenten, Abonnenten, Abonnenten. Und wir sehen uns im nächsten Spiel. Was das sein wird, bleibt gespannt. Ich freue mich drauf. Euer Mossi. Ciao, ciao.